Gleis 2 hat Einfahrt. Der Nahverkehrszug nach Jevenbeck über Wingenfeld, Rockhausen. Planmäßige Abfahrt 14.28 Uhr. Lüttin, hier Lüttin. Komm, Mutter, zu spät, ich muss nicht zurück sein. Ich bin schon fertig. Gustav, die Autoschlüssel bitte. Tutchen, ich fahr dann, ne? Ist gut, Frau Henning. Danke. Eine Packung Kaugummi und diese hier. Was macht das? 3,50. Sie sollten sich was schämen. Bitte? Ihr wollt mir also nichts verraten. Also, das gefällt mir nicht. Wenn noch was passiert, dann sitze ich hier, ich weiß gar nicht, wie ich dich erreichen kann. Oh, es wird schon nichts passieren, Gustav. Komm, gib mir schnell einen Kuss, dass wir endlich loskommen. Nein, du hast Geheimnisse von mir, kriegst du auch keinen Kuss. Und vergiss nicht, heute Nachmittag um 4 kommt der Limonadenmann. Fahr vorsichtig. Ja, kein Kuss. Na schön. Ach, habt ihr Männer das gut? Wieso denn? Ja, ihr werdet nie von einem geküsst, der einen Bart hat. Ja, das passiert mir allerdings auch selten. Sonst gar nicht ihre Art, nicht? Geheimnisse, sowas habe ich gern. Gestern hat sie sich was aus der Zeitung ausgeschnitten, eine Anzeige, glaube ich. Und heute Morgen hat sie telefoniert. Ich habe an der Tür gestanden. Ja. Aber du hast doch nicht gelauscht, was? Na, wie könnte ich Ihnen denn sonst was erzählen? Fräulein? Hör mal, haben wir noch von der gestrigen Zeitung eine Ausgabe? Könntest du dich an ein Leben ohne Bahnhof überhaupt gewöhnen? Ich glaube schon. Und wenn er erst mal stillgelegt wird, bleibt uns sowieso nichts anderes über. Na, ich weiß nicht. Pollmann meint, die können den gar nicht stilllegen. Am schlimmsten wird's für Vater werden, wie wir dem das beibringen sollen. Na, wenn Uschi nur erst mal aus dem Haus ist, dann wird's ihm leichter fallen. Na, ich bleib ja auch nicht ewig in Lüttin. Du glaubst doch auch, dass Rolf es ehrlich meint mit Uschi, nicht? Neulich hat er zu mir gesagt, er muss sogar bald heiraten. Was? Weil er sich gar nicht mehr leisten kann, so oft mit ihr auszugehen. Kalbsrouladen mit Gurkensalat. Das ist mein Lieblingsgericht. Das muss es mindestens einmal in der Woche geben. Dann musst du mir erst mal erklären, wie man die macht. In Küchensachen bin ich eine ziemliche Niete. Keine Sorge. Wer unter meine Fuchtel kommt, lernt alles. Ja, der. Aber ich habe ja nicht die Absicht, mich von irgendeiner Fuchtel dirigieren zu lassen. Naja, wir werden ja sehen. Und ob. Ich lasse mich nicht als Tanzbär umdressieren. Ich will einen Ring am Finger und keinen durch die Nase. Sag mal, bist du sicher, dass es mit uns beiden gut geht? Ich bin ein erfahrener Lokführer. Ich habe meine Strecke im Kopf und kenne meinen Fahrplan. Ich komme immer ans Ziel. Ich bin aber keine Lokomotive, Rolf. Bei mir kannst du nicht einfach nur einen Hebel drücken. Na, wie ist es nur mit den Kalbsrouladen und dem Gurkensalat? Naja, deinetwegen werde ich es mal probieren. Aber dass ich jeden Tag kochen muss neben meinem Beruf und du gar kein Mal, das sehe ich nicht ein. Sieh mal, Vati kocht doch auch. Ja, das ist doch sein Beruf. Ja, und meiner ist Kindergärtnerin. Naja. Da hast du allerdings recht. Hab keine Angst, Rolf. Auch wenn dir mal ein Knopf abgeht. Ich helfe dir. Zumindest beim Einfädeln. Etwas. Und vor allem so gut erhalten. Wollen wir erstmal außen rum gehen? Mhm. Was soll denn das sein?
Privatbesitz. Betreten ist Unbefugten untersagt. Der Eigentümer. Du, das sieht aber nicht sehr schön aus. Das sollte man doch vielleicht entfernen, nicht? Na komm. Oh, guck mal. Da habt ihr auch ein Boot. Guten Tag, der Herrschaften. Guten Tag. Gehören Sie zum Hotel hier? Jawohl, wie das Hotel zu mir. Ach, dann habe ich Sie heute Morgen angerufen. Hanne Henning aus Lüttin. So ist das. Frenzen ist mein Name. Entschuldigen Sie, aber der Sturm hat heute Nacht alle Rosenbüsche umgeknickt. Hier weht wohl öfter mal ein kräftiger Wind, nicht? Ja, das können Sie wohl annehmen. Ja, also, Sie interessieren sich für die Sache. Mächtig sogar. Dann kommen Sie mal rein. Och, der tut Ihnen nichts. Das ist ein ganz braver. Ja? Ja, der hat schon mal ein Kind aus dem See geholt. Ein kleines Mädchen. Komm mal her, komm. Ja, wissen Sie, das wächst mir alles über den Kopf. Im nächsten Frühjahr werde ich 72. Nein, das sieht man Ihnen aber nicht an. Ach, ich spür's. Seit meine Frau tot ist, geht's ein wenig bergab. Einen sehr belegten Eindruck macht das Haus aber nicht. Ich hab's ja in diesem Jahr gar nicht mehr eröffnet. Nur noch die Parazix aus Castrop-Rauxel habe ich aufgenommen. Sind hier in Flitterwochen, haben sich schon vor 2 Jahren angemeldet. Wenn sie früher hier immer gezeltet haben, dann denn die Familie Bergner aus Berlin. Deren Eltern waren schon zur Sommerfrische hier. Ja, das sind die einzigen Gäste. Also, wissen Sie, im Herbst mache ich endgültig Schluss. 44 Jahre, das reicht. Aber wenn Sie wollten, könnten Sie doch genügend Gäste haben. Ich zeige Ihnen nachher den Stapel von Anfragen für diese Saison. Allen habe ich abgeschrieben. Wissen Sie, das ist hier ein Paradies für Wassersportler. Wer hier mal seinen Urlaub verbracht hat und hat noch Sinn für Ruhe und Natur, den zieht es immer wieder her. Wie viele Zimmer haben Sie denn? Ja, also unten 5 und oben noch mal 12. 3 davon mit Matt. Im vorletzten Jahr haben wir alles noch mal renovieren lassen. Mhm. Du, ich muss 7 zurück sein. Ja, Herr Frenzen, können wir dann mal über die Bedingungen sprechen? Das können wir ja im Haus machen. Ja. Ja. Kaffee. Oh ja, danke schön, Frau Gertrud. Ach Sie, ich habe mich übrigens nicht geschämt. Denn schließlich haben Sie es mir verkauft, ne? Da müssten wir uns eigentlich beide schämen. Ja, das ist mir sehr unangenehm, das ist mir so rassierig. Oh, dann wird sie gleich rot. Dabei gefällt mir diese Haltung nur weiter so. Ja. Und bitte noch 2 Slivovitz. Was haben Sie denn mit dir? Unser süßes Geheimnis. Oh, Herr Grassel, schon so früh heute. Ach, Sie haben eine Besprechung, entschuldigen Sie. Nein, nein, dann bleiben Sie ruhig hier, Herr Henning. Darf ich mal bekannt machen? Herr Henning ist der Bahnhofswirt hier. Herr Weinert, einer der größten Grundstücksmakler und Verwalter in der Gegend. Bitte. Raten Sie mal, warum Herr Weinert hergekommen ist. Ja, nun spucken Sie schon aus. Ich habe gehört, der Bahnhof hier wird stillgelegt. Na, dachte ich mir, mal ansehen kostet nichts. Vielleicht findet man einen Käufer. Käufer für den Bahnhof? Ja, warum denn nicht? Die Bahn macht jedes Jahr ein paar Dutzend zu. Eine ganze Reihe davon sind jetzt schon im Privatbesitz. Nee, Frau? Was ist denn mit dir los? Ich übe für den Stil der neuen Hoteliersfamilie. Ich glaube, ich trinke ganzes Fass und Durst habe ich. Du, ich mach dir lieber einen Tee. Du hast es mal wieder im Hals. Ich muss ja rüber. Ich muss ja zum Stellwerk. Gehst du mal ab? Ja, geh. Ach, Uschi, Tag Rolf. Lass euch mal von Mutter erzählen. Wir haben eine tolle Neuigkeit. Ach, guten Abend, Herr Grosse. Ach, Gustav. Hallo, da bist du schon zurück. Du, ich muss dir was erzählen. Muss das gleich sein? Ja, das ist so wichtig. Können wir nicht mal einen Moment nach oben gehen? Ja, so wichtig kann es ja nicht sein. Ich unterhalte mich da gerade mit den Herren und dann mache ich die Küche noch. Ich kann jetzt nicht. Ja, Gustav, das war doch so ein ereignisreicher Tag. Das ist ja großartig für dich. Du, ich habe Gemüse aufgesetzt. Guck doch mal nach. Wenn der FD vorbeikommt, dann stell's auf klein. Habt ihr 5 richtige? Fast. Aber warte, bis Vater Zeit hat. Sonst muss ich alles 2-mal erzählen. Der Chef, der weiß das schon. Oh, das ist ganz unmöglich. Na, wenn Sie es nicht glauben wollen, Sie wollen das Hotel Rosengarten pachten, drüben am Bulenter See. Ein Hotel? Hier. Yeah. Das war nämlich ausgeschnitten. Ja, es stimmt. Wir pachten ein Hotel. Oh, Kinder, ich sag euch, ein Traum. 17 Zimmer, ein Blick auf den See mit Badestrand und Wassersport und... Und was sagt mein Mann? Chef, der will das gar nicht hören. Und du? Ein Hotel macht noch mehr Arbeit. Ja, aber doch sehr viel mehr Umsatz. Und stell dir doch mal vor, halbes Jahr Saison und den Rest liegen wir auf der faulen Haut. Hm?
Und die meisten Gäste sind Stammgäste. Die warten doch bloß drauf, dass ein neuer Pächter kommt. Und die Gäste hier halten uns ja auch die Treue, oder nicht? Aber es geht nicht um die Gäste, es geht um euch. Ihr steht von morgens bis abends auf den Beinen, ihr rackert euch ab, ohne Sonntag, ohne Feiertag. Wann seid ihr das letzte Mal verreist? Also ich kann mich nicht erinnern. Wenn du ein Hotel hast, da wird dir auch nichts gescheckt. Ja, aber du hast mehr Umsatz, kannst mehr Personal haben und mehr auf die hohe Kante legen. Eben, ihr seid nicht mehr die Jüngsten. Ich fühle mich noch tadellos. Ja, aber vielleicht fragst du mal, wie Mutter sich fühlt. Mutter? Hanne ist ja über 10 Jahre jünger als ich. Trotzdem, Gustav, nie mal eine Pause. Fällt mir in letzter Zeit schon schwerer, muss ich sagen. Da muss eben eine andere Lösung gefunden werden. Aber nicht, dass wir uns noch mehr auf dem Buckel lagen. Bolenter See am Ende der Welt. Als Einsiedler bin ich nicht geeignet. Och, so furchtbar ist das gar nicht. Und da wird doch ziemlich gebaut. Gustav, willst du es dir denn nicht wenigstens mal ansehen? Nein. Da schaffen mich nicht 10 Pferde hin. Gute Nacht zusammen. Was nun? Naja, wenn es nicht 10 Pferde schaffen... Vielleicht schaffen es dann 120. Hä? Pferdestärken. Wisst ihr was? Wir machen am Sonntag eine Fahrt ins Blaue. Und ich werde euch chauffieren. Na du, machst ein Gesicht, als hätten sie dir die Schnürsenkel aus den Schuhen gezogen. Ja, das kann schon sein. Ich habe ein verdammt weiches Gefühl in den Knien. Du hast zu wenig Bewegung, das ist das. Du musst jeden Tag einen Spaziergang machen. Vom Bahnhof zur Dampferbrücke und zurück, so wie ich. Bahnhof, Dampferbrücke. Die haben mich die längste Zeit gesehen. Wie meinst du das? Wir werden vornehme Leute, mein Lieber. Wir übernehmen ein Hotel mit Seeblick. Ist das ehrlich dein Ernst? Ja, Bolenter See. Du musst jetzt dir einen anderen Wirt suchen, bei dem du deine Pflaumenwasser schnorren kannst. Du, hör mal, das überlegst du dir doch hoffentlich noch ein paar Mal. So ein Hotel, das ist ein riskantes Geschäft. Ein verregneter Sommer und die Gäste bleiben dir weg. Nein, die melden sich schon im Winter an. Das ist eine todsichere Sache. Wenn du wirklich gehst, dann bin ich aufgeschmissen. Dann habe ich keinen mehr, mit dem ich mal ein Wort reden kann. Dann werden sie hier den Rangierbetrieb einstellen. Ja, dann... Was soll ich denn bloß machen? Naja, nur was soll ich denn machen? Hanne will es, die Kinder wollen es und die haben auch recht. Man muss sehen, dass man sich das Leben ein bisschen leichter macht. Und dir macht das gar nichts aus, vom Bahnhof wegzugehen? Nein, da muss ich nicht täglich dein Gesicht sehen. Warten Sie! Fass mit an! Vielen Dank, nicht nötig, Herr Frenzen. Soll's denn ohne Ihren Mann losgehen? Der hat so schön geschlafen, da wollte ich ihn nicht aufwecken. Sonst muss ich immer schon um 5 raus. Patti! Ja? Telefon! Frau Henning aus Lüttin! Ob sie mit ihrer Familie nachher noch mal kommen kann? Sage, ich freue mich. Sie soll noch zum Mittagessen hier bleiben. Ist gut. Das sind unsere Nachfolger. Die Frau macht einen netten Eindruck. Die mit dem jungen Mann hier war? Ja, ich hoffe, Sie bleiben den neuen Pächtern auch treu. Solange es einen Bolenter See noch gibt, können die uns als Sicherheit bei der Bank angeben. Ja, und wenn Ihr Mann mich fragt, wann kommen Sie zurück? Weiß nicht, in 1-2 Stunden, aber lassen Sie ihn schlafen. Ja. Können Sie die mit hinaufnehmen? Ja, aber natürlich, ich wüsste ja nicht, was ich lieber täte. Danke. So. Na, die haben auch ihre Pflicht getan. Wir müssen neue hier fürs Hotel. Moin. Morgen, Jens. Na, Trutchen, altes Suppenhuhn. Wo ist denn Gustav? Zum Hotel gefahren, alle Mann. Ach ja, das Hotel. Darüber muss ich mit dir noch sprechen. Du, Trutchen, wir sind doch immer gute Freunde gewesen, ne? Ach nee. Doch, doch. Ich hab dich wohl manchmal ein bisschen veräppelt, aber das war reine Sympathie. Ja, und nun habe ich gedacht... Was du hast gedacht? Dass es schön wäre, wenn wir weiter zusammenbleiben würden. Wer? Du und ich. Aha. Sieh mal, so ein Hotel braucht bestimmt einen alten Knacker, der die Wege hakt und Besorgung macht und den Leuten das Gepäck aufs Zimmer trägt. Ja, und dieser alte Knacker könnte doch ich sein. Du bist doch sowieso ein alter Knacker. Was soll ich denn hier so allein? Trutchen...
Leg für mich ein gutes Wort ein, ja. Wenn du mitkommen willst, musst du mir vorher aber was versprechen. Alles. Alles? Großes Ehrenwort. Du darfst nicht mehr altes Sockenhund zu mir sagen. Ist klar. Und du musst dich jeden Morgen anständig rasieren. Jeden zweiten Morgen, Trutchen. Obwohl so ein Bart würde vielleicht gar nicht schlecht passen. Wieso? Na ja, drüben am Bolenter See, da ist doch noch alles unberührte Natur. Sie denn hier? Komische Frage. Ich paddle. Haben Sie eine Genehmigung? Wofür? Hier rum zu paddeln. Wir verbringen hier seit 4 Jahren unseren Urlaub. Uns hat noch niemand nach einer Genehmigung gefragt. Das ist jetzt anders. Der Bolenter See ist im Privateigentum. Fahren Sie da ans Ufer. Ich denke nicht daran. Sonst lasse ich Sie von der Polizei vom Wasser holen. Also los, ich fahre Ihnen nach. Und wenn wir morgens auf den Balkon trinken, haben wir das ganze Wasser vor uns und kein Bahnsteiglicht dazwischen. Aber ich denke, das ist hier ein Gästezimmer. Ja, ja, die Privaträume liegen nach hinten raus. Aber ich glaube, nach hinten raus ist es auch sehr ruhig. Herr Frenzen? Ja? Wann hat meine Frau gesagt, kommt sie zurück? Na, in 1-2 Stunden, aber die sind längst vorbei. Na ja, viel passieren kann ja nicht. Die schwimmt besser als ein Fisch. Komm, Usch, wir gehen ans Wasser. Oh ja, ein Bikini habe ich drunter. Hm? Wartet, ich komme mit. Ja, wir gehen ja alle. Ja, darf ich mal vorgehen? Ja. Na komm, spring. Ja, Sie haben Glück gehabt. Nach Ihnen waren nur 4 Herrschaften hier. Einer wollte mir gleich 5.000 auf den Tisch legen als Anzahlung. Aber ich sage, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ja, der gehört natürlich nicht zum Inventar. Den nehme ich mit. Danke. Wo werden Sie denn hinziehen, wenn wir hier anrücken? Ja, zu meiner Tochter nach Travemünde. Da sind die Enkelkinder. Vielleicht habe ich noch ein paar ruhige Jahre. Ja, na, Gustav? Wie findest du das denn hier nun? Hm? Ja, muss sagen, also so schön habe ich mir gar nicht vorgestellt. Ich glaube, hier kann man leben. Was siehst du, das habe ich doch gewusst. Ja, zum Schluss habe ich noch eine Bitte. Den Rosengarten hinterm Haus, den habe ich zusammen mit meiner Frau angelegt. Solange ich lebe, möchte ich mir jeden Sommer einen Strauß davon holen dürfen. Jederzeit, natürlich. Kommen Sie nur, so oft Sie wollen. Ja, ich glaube, meine Tochter ist jetzt soweit. Wir können uns ja nach dem Essen noch mal über alles in Ruhe unterhalten. Vielleicht legen Sie sich ein Stündchen raus ans Wasser. Na, Gustav, wie im Urlaub, ne? Feigling! Angeber! Komm rein! Warte, ich mach immer die Haare hoch. Das Essen war nicht so toll. Meine Küche wird den Gästen besser schmecken. Die Banken sollen jetzt so unverschämte Zinsen nehmen. Aber ohne einen größeren Kredit können wir es nicht schaffen. Jetzt geht die Schranke runter. Was ist? Ja, 2.30 Uhr, der Hamburger kommt. Ach, du meinst den Güterzug. Der ist immer so lang, wie der durch ist. Glaubst du, dass dir der Bahnhof sehr fehlen wird? Mir nicht. Oh. Mir fällt die Stille hier ein bisschen auf die Nerven. Ja, Liebling, wo kommst du denn her? Ich wollte gerade... Du lässt dein Ding passieren. Ich bin zu Fuß um den halben See. Und das Boot gekentert? Nein, das liegt am Ufer. Wir können es mit dem Auto holen. Ich bring mir was zu trinken. Ja, natürlich, Liebling. Ich habe eine Angst gehabt. Wir müssen unbedingt etwas unternehmen. Ich lasse mir das nicht gefallen. Also das ist ja unerhört. Gangstersitten sind das. Den Kerl zeige ich an. Wer kann denn das gewesen sein? Herr Edenbach. Der hat hier mit der Fischerei zu tun. Ja, darf der denn das? Ja, an und für sich schon. Ach was, den nehme ich mir persönlich vor. Na ja, wenn er es darf. Moment mal, das ist doch hier ein Urlaubsgebiet. Wassersport, Fremdenverkehr, ich weiß nicht. Ich verstehe nicht. Ja, also theoretisch ist das so. Der See ist Privateigentum, wie die meisten Seen hier. Die Eigentümer können also bestimmen, wer aufs Wasser darf und wer nicht. Die Mitglieder vom Wassersportverein zum Beispiel, die dürfen. Früher hat man auch unsere Gäste in Ruhe gelassen.
Aber jetzt? Ach, das gibt's doch gar nicht. Der See soll Privateigentum sein wie ein Familienhaus mit Garten. Na, hörst du doch. Und die vielen Menschen aus der Großstadt, wenn die hierher kommen, um sich zu erholen, kommt so ein reicher Piefke und sagt, nein, bei mir nicht. Ich kann das gar nicht begreifen, Herr Frensen. Ich glaube, Sie sind falsch informiert. Früher war das vielleicht so. Ja, im Mittelalter. Ja, es ist so, wie ich Ihnen sage. Ich kann es sich ändern. Wie heißt der Kerl nochmal? Edenbach. Aber das ist nur ein Angestellter. Der macht sowas nur auf Anweisung. Anweisung von wem? Na, vom Verwalter. Da gibt's eine Immobilienfirma. Und die verwaltet hier den See und alle Wälder für den Eigentümer. Geben Sie mir die Adresse. Wir fahren morgen hin und beschweren uns. Ja, möchte diese Adresse auch haben. Wenn Ehemann sich bindet, dann möchte ich wissen, mit wem man zu tun hat. Ah, Sie sind das. Ja, Sie mal an, der Bahnhofskäufer. Guten Tag. Schönen guten Tag. Bitte setzen Sie sich doch. Okay. So, Sie wollen also das Hotel Ambulanter See übernehmen? Ja, ob ich will, das hängt davon ab, ob wir einig werden. Ich habe gerade erfahren, dass der ganze See Privateigentum sein soll. Allerdings. Der Eigentümer hat sich kürzlich am See einen Altersruhesitz erbaut und will bald dorthin ziehen. Da werden Sie verstehen, dass er nicht gerade einen Touristenrummel haben will. Ja. Könnte man denn über eine Benutzungsgebühr für die Hotelgäste sprechen? Hm. Mit wie vielen Gästen rechnen Sie? Oh ja, also ich habe die Absicht, etwas auszubauen. Ich war, nur, sagen wir mal, nicht über 50. 50? Oh, mein lieber Freund, da sehe ich keine Möglichkeit. 50 Menschen an dem Riesensee, das ist Ihnen schon zu viel. Entschieden. Bitte haben Sie Verständnis. Der Eigentümer ist ein alter Herr, der Ruhe dringend nötig hat. Und 50 lärmende Touristen, ich bitte Sie. Also mit einer Benutzungsgebühr und Pachtgebühr ist nicht zu machen. Stellen Sie doch einmal vor. In Ihrem Garten, unmittelbar vor Ihrer Wohnung, würden lauter fremde Kinder spielen. 10 Meter vor meiner Wohnung ist ein Bahnsteig. Menschen stören mich nicht. Naja, das ist dann schon wieder originell. Aber wenn ich Ihnen vielleicht ein anderes Objekt anbieten dürfte. Ich habe da einige Hotels an der Hand. Danke, das genügt. Hey, Wolfgang, nicht so eilig. Tag, Jens. Das ist aber keine Art, Ruthchen. Wenn du erst im Hotel bist, dann wirst du dir das abgewöhnen müssen. Hast du Hotel gesagt? Der Traum ist aus. Wir bleiben im Bahnhof. Machst du einen Witz? Nein, nein, das stimmt. Da gab's nämlich einen Haken. Was denn? Und nu ist es aus? Mein Vater war bei dem Mann, der diesen See verwaltet. Der See ist Privateigentum und der Besitzer hat was gegen Fremde. Der hat's nicht nötig. Mein Vater meint, das könnte man den Hotelgästen nicht zumuten. Immer den See vor Augen und dann nicht aufs Wasser können. Das ist wie vor der Bahnhofskneipe stehen und nicht zu trinken kriegen. Was? Am frühen Morgen? Na schön, komme ich heute Abend wieder. Altes Suppenhuhn. Mein Versprechen gilt nicht mehr. Hanne! Riechst du was? Nee. Ich riech unseren See. Und der ist ja viel schöner. Guck mal. Du bist wohl sehr froh, dass es nicht geklappt hat, nicht? Ja. Alles andere wäre gelogen. Ach, du. Na, denn komm, die Männer von der Brauerei sind da. Da wollen wir mal wieder, was?